wollte einfach mal deine zwei komplett in der Wohnung mir nackt ansehen, ohne Kleid, ohne BH. Ekelmoment an der Haustür. Nicole Doss aus Rostock wartet freudig auf ein Paket für ihre Freundin. Doch neben der Sendung hat der Postbote noch eine weitere Überraschung für die 35-Jährige. Ich hatte ein Paket bestellt, habe mich sehr darauf gefreut. Sollte ein Geschenk sein. Und dann kam es am 2.7. auch und gegen 14 Uhr, es hat geklingelt. Ich hatte dieses Sommerkleid auch an, also nichts Besonderes, was man jetzt in der Wohnung, wenn es halt warm ist, trägt. Er hatte noch gewartet. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht noch eine Unterschrift machen muss. Und dann guckte er mich von oben bis unten an und fragte als erstes, ob er mit in die Wohnung kommen darf. Und dann habe ich gesagt, nein, total so, wie es auch jetzt ist. Man lacht dabei, aber es ist einfach, weil man total überfordert ist und damit nicht rechnet. Dass ich vielleicht rumdruckse, weil ich vielleicht jemanden habe. Und da habe ich gesagt, selbst wenn, das hat ja damit nichts zu tun. Ja, und dann meinte er, das wäre für ihn halt kein Problem, müsste die Person ja nicht erfahren. Und war dann eigentlich total platt, habe dennoch gesagt zum Schluss, schönen Tag noch, was mir schwer gefallen ist. Schön war dieses Treffen mit Sicherheit nicht. Als die 35-Jährige die Tür geschlossen hat, realisiert sie, was geschehen ist. Sie ist völlig aufgelöst, berichtet ihrer Freundin am Telefon von dem Vorfall. Dann erstattet sie Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei Rostock konnte den Tatverdächtigen ermitteln, einen 50-jährigen Deutschen, der bisher allerdings polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten ist. Er wurde jetzt vorgeladen, um dementsprechend da auch die weiteren Ermittlungen dahingehend dann aufzunehmen. In dem Sinne hat die Frau richtig reagiert. Sie hat nämlich die Tür zugemacht sofort und hat sich umgehend an die Polizei gewandt. Das können wir auch nur allen Betroffenen raten. Genau das hat Nicole Doss auch getan. Doch ein ungutes Gefühl bleibt zurück. Und auch das Paket erinnert sie noch immer an den Moment. Na, das Paket habe ich noch da. Es war halt so ein kleines. Und es war halt ein Geschenk für jemanden ganz Besonderen. Ist natürlich ein kleines, ja, bitterer Beigeschmack mit dabei. Weil man halt weiß, was es damit für Verbindung auf sich hat. Nun hofft sie, dass der Vorfall nicht nur Konsequenzen für den Paketboten hat. Auch andere Betroffene sollen den Mut finden, zur Polizei zu gehen. Ja, zur Polizei gehen. Aber was kann man noch tun, wenn man so belästigt und bedrängt wird? Genau darüber möchte ich jetzt sprechen mit Steffen Melzer. Er ist ein ehemaliger Polizeitrainer. Herr Melzer, als Frau, wie kann ich mich wehren? Was soll ich machen, wenn ein Mann doch so forsch auf mich zukommt, solche Forderungen an mich stellt? Na, in dem Fall wäre es das Einfachste gewesen, sofort aktiv zu handeln und die Tür zuzuschlagen. Das war hier offensichtlich nicht passiert, weil die Dame unter einer Schockstarre gestanden hat. Diese Schockphase kann bis im Extremfall bis 22 Sekunden anhalten. Man muss sagen, das ist normal, so eine Schockstarre zu haben. Das geht den meisten Menschen so. Der ist man allerdings nicht ausgeliefert. Man kann diese Schockstarre wegtrainieren, indem man sich prinzipiell ein gelassenes, ich betone gelassenes Gefahrenbewusstsein angewöhnt. Das heißt, man muss auch mal im Leben damit rechnen, dass einem genau so etwas passiert. Und dann ist man besser in der Lage, darauf schnell zu reagieren. Täter suchen keine Gegner, Täter suchen Opfer. Also ich komme um das selbstbewusste Auftreten hier nicht drum herum. Prinzipiell ist anzuraten in solchen Situationen, wenn es nicht gelingt, schnell die Tür zuzuschlagen, tun Sie einen Überraschungsmoment, werden Sie aktiv. Sie können zum Beispiel etwas fallen lassen, in dem Moment guckt der Täter nach unten. Das reicht aus, dieses kurze Zeitfenster die Tür zuzuschlagen oder auf der Straße schreiend wegzurennen. Sie können eine paradoxe Konversation an den Tag legen. Sagen Sie ihm einfach, heute ist Mittwoch, heute werden keine Brüste angeschaut. Da denkt er, was ist denn das jetzt? Und nutzen Sie diese Zehntelsekunde des Überlegens beim Täter, schlagen Sie die Tür zu. Sie können auch ganz frech sein und sagen, ich bin Corona-infiziert, ich stehe zurzeit unter Quarantäne. Ich glaube nicht, dass der Täter dann mit in die Wohnung gekommen wäre. Also es gibt da verschiedene Tricks, die man anwenden kann. Zweite Sache ist die technische Lösung. Lassen Sie die Tür geschlossen, klären Sie das mit DHL, das können Sie. Sie werden ja informiert, wenn Sie das Paket erhalten.
dass das Paket oder das Päckchen vor der Wohnungstür abgelegt wird. Wenn der Paketbote klingelt, lassen Sie die Tür geschlossen, benutzen Sie Ihren Spion, sprechen Sie durch die geschlossene Tür, wenn Sie ein ängstlicher Mensch sind, oder bitten Sie, das Paket beim Nachbarn abzugeben oder holen Sie es gleich selbst ab. Wovon ich abrate, die Tür einen Spalt zu öffnen, wenn man prinzipiell unsicher ist gegenüber Einzelpersonen oder Männern, wenn man jetzt eine Frau ist, die vielleicht ein traumatisches Erlebnis hatte, lassen Sie die Tür geschlossen, machen Sie nicht einen Spalt auf. Wenn der Täter einen Fuß drin hat, dann ist es passiert und zu spät. Vielen Dank an Sie für diese Tipps. Dankeschön.